Hallo zusammen. Heute arbeiten wir am Thema Essen weiter. Und in dieser Stunde sprechen wir über Mahlzeiten in Deutschland. Traditionell beginnen wir unsere Stunde mit ein paar Wiederholungsaufgaben. Wohin gehören die Lebensmittel? Stopp das Video, lese die Wörter und ordne sie zu. Ich hoffe, ihr seid bereit und wir können schon prüfen. Also, Gemüse, der Salat, der Kohl und die Tomate, Backwaren, das Brot, der Kuchen und das Brötchen, Fleischprodukte, das Fleisch, das Würstchen, die Wurst und das Steak. Milchprodukte, die Milch, der Joghurt, der Quark, Obst, die Zitrone, die Banane, die Apfelsine und die Kirsche. Getränke, der Kaffee, der Orangensaft, das Mineralwasser und der Kakao. Gut gemacht, es geht weiter. Der, die oder das. Wie heißt der richtige Artikel? Stopp das Video und schreib die Lebensmittel mit dem Artikel. Die Zeit ist aus. Wir prüfen alle zusammen. Das Brot, die Banane, die Milch, die Chips, der Käse, der Saft, der Brei, der Apfel, das Brötchen, das Fleisch und der Tee. Ihr habt das wunderbar gemacht. Kinder, sagt bitte, wie heißen drei wichtige Hauptmahlzeiten? Genau, das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen oder das Abendbrot. Wir lesen über die Mahlzeiten in Deutschland. Dazu schlagt bitte eure Bücher auf Seite 56 auf. Findet Aufgabe 8a. Drückt auf Pause, lest und füllt die Tabelle aus. Jetzt machen wir Punkt B. Richtig oder falsch? Ich lese die Sätze vor und ihr entscheidet, ob der Satz richtig oder falsch ist. Falsche Sätze müsst ihr auch korrigieren. Die Deutschen haben drei Mahlzeiten. Ja, das ist natürlich richtig. Das Frühstück ist meistens kalt. Ganz genau. Das Mittagessen ist warm. Absolut richtig. Man isst warm zum Mittag. Das Abendbrot ist meistens warm. Das stimmt nicht. Das Abendbrot ist meistens kalt. Sehr gut. Es geht weiter. In dieser Aufgabe haben wir einen Lückentext. Nicht alle Wörter sind da. Stopp das Video und ergänze den Text. Seid ihr fertig? Wir prüfen schon. Das Frühstück ist meistens kalt. Die Deutschen essen Brot oder Brötchen mit Marmelade und trinken Kaffee oder Tee. Die Kinder essen Müsli mit Milch. Sonntags essen viele auch ein Ei. Das Mittagessen ist warm. Zum Mittag isst man Fleisch oder Fisch mit Kartoffeln oder Nudeln. Es kommt noch Salat dazu. Das Abendbrot ist meistens kalt. Brot mit Wurst, Schinken oder Käse. Man trinkt Tee, Wasser
oder Saft. Toll, es geht zur nächsten Aufgabe. Hört drei kurze Gespräche, was essen die Leute? Und wählt die richtige Variante. Guten Morgen, Mama. Morgen, was möchtest du zum Frühstück? Haben wir Müsli? Ja. Dann Müsli und ein Brot. Ein Brot mit? Ach so, mit Wurst. Hallo. Hallo, was gibt's heute zum Essen? Dein Lieblingsgericht. Spaghetti mit Soße? Genau. Super. Papa, was machst du? Ich mache das Abendessen. Hast du auch Hunger? Und wie? Dann brate ich ein Ei und mache noch zwei Wurstbrote dazu. Oh, danke. Also, was essen die Leute zum Frühstück? Sie essen Müsli und Brot mit Wurst. Und was essen die Leute zu Mittag? Spaghetti mit Soße. Und zu Abend? Ein gebratenes Ei und zwei Wurstbrote. Und was isst ihr zum Frühstück? Erzähl darüber. Zum Beispiel, ich esse Müsli mit Milch. Meistens trinke ich auch eine Tasse Tee. Was esst ihr zum Mittag? Zum Mittag esse ich eine Suppe, Fleisch mit Gemüse und trinke Saft. Was esst ihr zu Abend? Normalerweise esse ich zu Abend Nudeln mit Fleisch, manchmal einen Obstsalat. Danke für eure Antworten. Das war's für heute. Mehr dazu in der nächsten Stunde. Tschüss!